40% Silage. 40% habe ich. Was brauchen wir denn für Mischverhältnis? Wir brauchen einen Strohballen. Der Strohballen ist eigentlich einer zu viel, also einen Grasballen zuerst, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt 40% Silage. Also ich hatte es eigentlich vorher anders gemacht. Zuerst einen Strohballen, dann den Grasballen oder egal welche Reihenfolge. Und dann zum Schluss die Silage. Ist aber dann doof, weil dann hat man ein Mischverhältnis von exakt 33%, ne? Also es kommt genauso hin, dass du quasi drei Ballen hinterher bekommen würdest, ne? Ein Silageballen, ein Strohballen, ein Grasballen oder eben ein Grasballen, ein Strohballen und den Rest Silage. Wo haben wir denn die ganzen Strohballen und den hier? Ah, da hinten hier sind Grasballen. Aber nimm zuerst den Grasballen hier, das links ist ja, Strohballen, das ist Grasballen. Hast du ja gleich den oberen nehmen. Und es ist halt so, ich hatte es immer zuerst so gemacht, eben Grasballen und Strohballen rein und dann den Rest Silage. Und dann war es halt 33%. Und da ist ja hier so ein Schieber. Und am besten ist es ja, wenn die Menge genau in der Mitte zwischen diesen zwei Schiebern ist, ne? Und das wären dann vielleicht 30% Stroh und 35% jeweils Gras und Silage. Mit rechts machst du, mit rechts ja. Ein Ding auswählen machst du dazu. Ja, und das ist halt dann doof, weil dann kommst du zwar nicht genau hin, also du hast dann 90% Produktivität, aber nicht 100. Und deswegen, sehr schön. Ups. Du musst den gar nicht sauber machen, der hält, sauber ran machen, der hält sowieso. Der hält das fest. Da steige ich dabei ein, das ist dann auch mal realistischer, dass einer drin ist. Und ja. Ich habe jetzt eben 40%, siehst du schon, 40% Silage. Das wären jetzt dann mit dir, deinem, wenn wir dann auch. Ich gleich raus. Ja, 73. Und jetzt haben wir dann noch 27% statt 33 Stroh. Und das sollte, glaube ich, sehr gut funktionieren. Wo haben wir denn die Strohballen? Links. Ach da. Auch am Ding. Ich habe sie da ganz schön hinbekommen. Meine Güte, das sind ja einiges mehr. Ich weiß. Ja, Gras haben wir gar nicht mehr so viel. Aber das hält eh für 6. Ja, nicht für 6 Tage. Weiß jetzt gar nicht viel, wie lange. Wo haben wir jetzt 5000 Euro verloren? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Vorne hier kann man das auch zumachen vom Kuhn, Futter, Mischwagen. Aber ich finde die Räder echt hässlich, ne? Wow. Die sind so unterdimensioniert klein. Da bräuchte eine viel größere Breifung. Echt affig aus. Oh, ich sollte mal die Zeit stoppen. Mein Gott, jetzt nimm dir das Ding nicht ordentlich. Komm her jetzt. Kannst du so auch noch. Zaul. Gut, achte das. Ja, jetzt müsste es gehen. Dann wir nur noch rechts und dann. Müsste es gehen. Ja. So, jetzt nimm ihn auf. Mach zuerst. Ja, okay. So geht's auch noch. Hängt zwar jetzt nicht ordentlich dran, aber mein Gott. Wir sind ja keine Korinthenkerker. Genau. Achtung, höher, ja, wenn es runterfällt. Ebola! Und ich habe zu wenig Heu. Was? Ebola? Also, wir haben. Stroh ist ziemlich in der Mitte. Wir haben 40. Ja, hier steht es eh. Wir haben 26% Stroh. Also eigentlich nicht so. 25% Stroh. Kommt sich aber da nicht hin, ne? 20% Stroh und 40 Heusilage, so würde ich sagen. Da kommt man aber mit einem Ball nicht hin. Das haben wir dann für eine Scheiße gemacht. Naja. Ist ja eigentlich doof mit dem Gras, mit den Strohballen, ne? Ja, das ist halt recht ungenau. Ja, eigentlich bräuchte man. Man kann so Gras so reinkippen, wüsste ich jetzt nicht. Und ich mache es immer so, dass ich bei 66% aufhöre. Ja. Dann fahre ich links hin, 33% rein. Ah, oder auf beiden links. Seiten. Ja, kann er. Aber das sieht schöner aus irgendwie. Und jetzt die letzten 33% noch hier. Doing. Gut. Ich glaube, er drischt schon. Echt? Ja, ich kann in den Case nicht rein, also wird er da wohl. Ja, genau, er ist schon dabei. Okay, super. Also Manni ist wirklich, der fragt nicht lange, der macht einfach. Ja, der ist echt. Guter Kerl. Guter Bauer. Ja. Hat ja auch Erfahrung, er ist Bayer, das ist, macht ihn sowieso schon zu einem guten Bauer. Machen schon mal
standardmäßig. Einiges sympathischer. Mhm. Wie viel Stroh haben wir hier noch? Warte, ich muss da nochmal nachschauen. Was haben wir? Ja, wir bekommen viel Silage mehr. 1600, okay, das ist jetzt nicht viel mehr. 1600 bekommen wir jetzt. Das ist in Ordnung. 1400 für Hackschnitzel, das ist jetzt auch egal. Raps bringen wir, oh, ja genau, zur Transportfirma. Und Tiere, hier steht's. Stroh nur noch 3000, dann sollten wir Stroh auch auffüllen. Wie viele Hühner haben wir denn eigentlich? 50 Schafe, 51 Hühner. 51 Hühner, 50 Schafe, 50 Kühe. Na dann. 60 Eier sind, kannst du im Eier aufsammeln. Und Grillekuben, schau mal, in der Grillekuben sind schon 200.000, ne? 117.000, 94.000 im Misthaufen, 12.000 Mischrationen, ich fahre den nochmal raus. Kannst du mal den Puma reinfahren oder mache ich das gerade? Ich bin hier beim Dreschen. Wo ist er denn, der Puma? Oh, da ist der Kase Magnum, der Kasi. Muss mal schauen, ich hasse dieses Headset. Man weiß nie, was man gerade einstellt bei drei Reglern. Kannst du mal was sagen, bitte? Das muss Kesseln in den Ohren. Ja, ich glaube, das passt so. Case Puma, sieht er schon. Dann hänge ich jetzt mal den Ladewagen an. Und die Kühe fressen schon die Silage. Also sobald eine gefressen hat, ist der Bandwurm infiziert. Ja. Wurde der Bandwurm eingeleitet. Ja, ich leere jetzt hier den Rest noch aus, einfach mit dem Ladewagen hinfahren und dann bekommen die Kühe ihr Stroh. Also ja. Der Case mit seinem 13,70 Meter Schneidwerk ist schon sehr brachial. Ja, ich weiß. Ich finde diesen Mod, den es da gegeben hat mit den Zwillingsreifen, das wäre auch irgendwann mal eine Anschaffung. Sieht auch proportional schon fast ein bisschen hässlich aus. Und das allerhässlichste ist natürlich das lange Rohr, ne? Ja, das Rohr ist schon. Es wirkt alles so. Ja, so unwirklich. Gibt's den echt bestimmt gar nicht, ne? Auch das schon, aber 13,70 Meter, ja. Das ist Wahnsinn. Also, ich hätte den echt noch kein einziges mit 13,70 Meter gesehen. Gut, bei uns sicherlich nicht. In Amerika, ja, aber auch in Russland. Wüsste ich bisher auch keine Videos. 12 Meter ist ja bisher eigentlich das größte hier. Zum Beispiel von Glas, das 1200 Vario. Vielleicht sind die ja noch in Entwicklung. Das kann ja auch sein, dass die noch gar nicht draußen sind, aber schon bald rauskommen. Also eine aber Serie. Dass der Drescher das überhaupt noch alles verarbeiten kann, die Masse, die da auf einmal reinkommt. Da reichen die PS alleine auch nicht. Ja, da helfen die PS alleine auch nicht, ja. Also jetzt sehen wir hier nochmal die ganzen Baumstämme, die ich gefällt habe. Das ist echt Wahnsinn. Sieht alles kreuz und quer da. Also ihr seid hier schon am Dreschen, ne? Wo soll ich denn einsteigen, was soll ich denn machen? Ich fahre den Case mal. Es soll ja bei 15.000 aufhören, ne? Oder kann ruhig alles machen, mir egal, aber könnte dann warten, brauchen wir nicht weiterzumachen. Jo. Ich mach mit dem Case hier noch fertig, dann könnt ihr mal mit dem Case zuschauen. 15 Tonnen brauchen wir noch, ne? Ja. Ungefähr oder genau? Genau. Also 20, mach mal 20, dann was, dann sind wir definitiv auf der sicheren Seite. Ich meine, es steht genau da 75%, ja. Also das sind 15 Tonnen, aber es können auch 16 sein, also. Ja. Mit 20 sind wir auf der sicheren Seite, sagen wir so. Ah, nee, das lenkt jetzt so ein bisschen. Er lenkt so. Oh nein. Ich habe gar nicht mehr, ich habe vergessen, das Drehmaschine zu senken. Ist jetzt doof. Dann wieder zurückfahren. Und Achtung, ich bin wieder der Rundumleuchten-Suchtler. Muss immer an sein bei mir, wenn es geht. Aber ich finde, Case Magnum sieht einfach so brachial aus, ne? Mit seiner riesen Schnauze. Einfach so wuchtig. Den haben sie wirklich gut hinbekommen vom Optischen. Und auch von der Leistung. Ja, 380 PS. Das ist schon Spitzenklasse für normale Traktoren. Ja. Also ist das noch eher schwach, aber definitiv, ich glaube, es gibt auch keine Klickenkraft bei 300.
Nee, das sind 400, glaube ich, eher. Eben der Xerion von Klaus, der ist natürlich auch mit, ich glaube, der 3800er, der erste von der Xerion. Der hat aber dann 400 noch was. Ich dachte, es gibt einen mit 370. Oder so, vielleicht war der das. Ich glaube, irgendwie der niedrigste. Leider 5000er, der hat ja, glaube ich, knapp 500 PS. Ja, genau, deswegen heißen wir wahrscheinlich auch 5000. Das ist nur eine Vermutung. Ja. Wagemutig. Na gut. Ein Blinker an, jetzt könnt ihr mich schön sehen beim Fahren. Schön ist, man kann bei dem. Man kann mit der Sämaschine einfach schön wenden. Bei 6 Metern klappt das super. Mit dem Horst Pronto wird schon schwer, dass man da wendet, weil das vor allem so lang ist mit 9 Metern. Ist die Sämaschine. Und das ist ja eigentlich ein Sämonster. Kann man schon eher so benennen, ja. Ja, das ist wahnsinnig lang. Ich weiß, allein in den Tank gehen. 5000. Nee, da gehen ja 20.000 oder sowas rein in den Tank alleine. Das ist ja Wahnsinn. Der Tank ist ja schon größer oder länger als jede Sämaschine. Aber was mich wundert, es gibt ja, glaube ich, von Case auch solche Riesendinger, die sind noch brachialer, die haben, glaube ich, dann 15 Meter oder so. Aber der Raps kommt wieder zur Transportfirma. Ja, bitte. Komm zur Transportfirma. Hast du jetzt die 15 Tonnen schon beisammen? Oder 20? Ja, ich habe jetzt schon 22. Oh, das reicht locker. Und den Rest würde ich sagen, lagern wir ein. Dann warten wir, bis wir einen höheren Verkaufspreis kriegen. Jetzt kommt aber der Mond ein bisschen raus, da merken wir gleich, dass die Nacht ein bisschen heller wird. Definitiv, ja. Das stimmt. Hat ja auch etwas Reales. Weil der Mond doch eine ziemliche Leuchtkraft hat. Ich muss doch sagen, es ist, wenn der Mond oder wenn es Abend ist, ist es doch recht dunkel. Manchmal war es schon mal recht hell. Gut, eigentlich ist es jetzt auch noch zu hell, klar. Es könnte noch ein bisschen dunkler sein. Ja. Aber es war, glaube ich, es ist schöner und dunkler als, glaube ich, beim 13. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ein bisschen dunkler. Ja, doch. Was ich mich immer frage, wenn du Richtung Leuchtturm schaust, ist ja das Licht, ne? Da hinten ist, sieht aus wie in so eine schwarze Wand. Ist das das Meer? Oder? Kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Ist einfach so eine Wand irgendwie. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Wenn man da runterschaut. Ich denke mal, darüber kann man sich den Kopf zerbrechen. Ja. Man wahrscheinlich nicht erfahren, außer wenn man hinschwimmt. Können ja mal bei Giants anrufen. Können wir machen, ja. Oh, und jetzt habe ich es gleich, das Feld. Weil Innenansicht, aber leider hat man kein Licht innen. Aber eine sehr gute Darstellung der Innenansicht. Das ist auch ein Pluspunkt, dass es auch definitiv besser geworden ist, dass die Innenansicht viel besser aussieht. Ja, mehr Details. Und viel bessere Texturen. Wobei ich wieder Manko sagen muss, die zwei Case mit Rescher haben eine schlechte Textur an der Seite. Diese Aufschrift, die ist total unscharf und verpixelt. Boah. Also das wundert mich jetzt wirklich. Wir haben jetzt wirklich ewig gebraucht für die 60 Tonnen und haben jetzt immer noch 200.000 Zeitbonus bekommen. Also das ist. Boah, das ist recht viel, das ist ordentlich, ja. Super, danke fürs Hinfahren. Jetzt haben wir 287.000, das reicht jetzt. Ja, das reicht. Boah. Reicht bis morgen. Der war jetzt gut, ne? Echt bis morgen, ja. Oh Mann. Ich fahr jetzt mit dem Case Magnum rein und dann. Können wir uns auf jeden Fall jetzt schon mal den zweiten Rallrader holen? Kauf ich gleich. Dann kannst du ja den schon mal hinfahren. 165 kostet der doch teurer als ich dachte. Also, wie gesagt, die Schaufel ist am Hof. Bei der BGA. Ich lasse dir den. Ich brauche ja auch nochmal eine extra Schaufel, die hole ich mir noch eben beim Händler, ne? Ja, die haben wir ja schon. Die Schaufel steht zwei schon Schaufeln. Na, so. Wir fahren ja nicht mit beiden Radlern hin. Oder sollen wir das machen? Ja, wir fahren ja mit beiden Radlern hin. Ach so, soll ich den anderen dann schon vom Forst holen? Ja gut, dann mache ich das gleich. Oder portet ihn vom Händler eben zum Hof oder so. Samt seiner Schaufel. Ja, dann habe ich jetzt dann. Ich habe jetzt beide am Hof und die Schaufel kaufe ich auch noch dazu. Das ist hier die Universalschaufel. Leider nur 6400. Das ist. Boah. Aber gut, ist alles. Nee, die Schaufel ist noch nicht am Hof. Die ist jetzt am Hof, ja.
bedanke mich noch bei ihm fürs Helfen. So, jetzt, oh, es ist ja schon wieder Tag, dann können wir die Zeit zurückdrehen auf 5 Mal. Oh. Da stehen sie, unsere 2 Radlader, würde ich sagen, hexen wir erst wieder morgen weiter. Genau. Ja, das ist dann zu dritt wirklich besser. Wieder noch machen, vielleicht sind auch noch mehr, je nachdem. Hoffentlich, ja, hoffentlich. Wie sich die Leute Zeit nehmen, Zeit finden. Zeit haben. Zeit nehmen wollen. Und hier. Ah, was hat denn der mit der Horsch Pronto angestellt? Das war das Monster, das ich euch noch zeigen wollte. Ist der, warte, jetzt muss ich schauen, ob der mit Feld 4 auch fertig ist. Das glaube ich ihn nicht. Nee, ist er nicht. Nee, hat er vergessen. Jetzt müsste ich wieder zurückfahren, das ist doof. Weißt du, ich mich frage, ob die Horsch Pronto die Rechtsart hat. Hm. Ist ja egal, aber was wir da noch machen, würde ich sagen. Gern geschehen, Servus, okay. Was wir dann noch machen ist, ich fahre jetzt mit den beiden Radler dann, würde ich sagen, runter. Was ich noch sagen wollte, jetzt bin ich stehen geblieben bei 5, bei dem Wort, dann hab's jetzt 5 miteinander gesagt, so sollte das nicht sein. Dass wir, oh, jetzt fahre ich in den Horsch Pronto rein, das sind meine Fahrkünste wieder. Dass wir dann das Tuner mal kaufen. Also die Denkung ist echt ein bisschen schwammig, ne? Ja, die ist. Das ist aber überhaupt dürftig. Beim Radlader. Das ist einfach immer beim Radlader so, leider. Es ist einfach zu zaghaft. Und man kann es, man hat es ja auch so einstellen können, dass man. Dass das nicht bewegt, weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass das starr ist. Es bewegt sich immer wieder zum Nullpunkt zurück, zur gerade Stellung. Ja gut, das ist noch schlimmer zum Steuern. Naja. Ich bin immer ein Vorbild mit Licht und Blinker. Ja, ja. Zumindest nur mit Blinker. Gott, wie hast du wieder sowas zusammen? Oh Mann. Ja, das kommt dann dabei raus. Aber jetzt sind wir gleich unten. Wir hatten den Sammelfahrt rückwärts reingestellt, war ich das? Ich glaube schon. Du bist mit dem schon kurz gefahren oder hast du ihn mal angeschaut? Der ist für 100 Euro. Ich sehe gerade auf, dass rechts oben sogar so ein Tacho ist. Rechts oben? Ja, wenn man in der Innenansicht fährt. Ach so, ja, der funktioniert klar, ja. Ja. Mhm. Das ist auch neu, ja. Wo rechts oben? Aber der hier nicht, ne? War der ein Tacho? Den Tacho siehst du doch rechts oben bei diesem Bildschirm. Ach so, aber ein Fixer, ne? Der ist, also der bewegt sich nicht, ne? Doch. Es ist keine Nadel. Stimmt. Man sieht das grüne Anzeige, ne? Genau. Dieser Balken, der füllt sich. Mhm. Habe ich gar nicht gesehen. Sieht gut aus. Oh. Man sieht auch die Benzinanzeige. Mhm. Stimmt, ja. Treibstoff. Auch einiges. Gute Sachen. Wo ist meine Schaufel? Meine Schaufel ist hier. Aber ja, ist schon fertig. Ey. Wir haben ja einen Teil. Oh ja, okay. Wo ist denn überhaupt der Schredder? Hier. Ja. Wir können eh zu zweit reinladen, weil 2000. Ach, die beiden da. Auf den Fliegel steht. Ja, ist ein bisschen blöd, ein bisschen klein, das sieht so aus, aber man kommt mit der Schaufel. Ziemlich klein, naja, gut. Wieder zurückfahren, ja. Voll. Ja, du musst einfach die Schaufel weiter nach oben lehnen. So, jetzt gibt's erstmal Geld. Warte, ich warte, bis du da bist. Schütten wir gleichzeitig rein. Na komm. Du musst einfach die Schaufel weiter nach oben gelehnt haben und dann reinfahren, dann. Auch wenn es nicht jetzt so realistisch ist. Mann, ist das gewöhnungsbedürftig. Mhm, aber das ist schon hin. Nein, nein! Wieso kippt der?